Fußball gehört zu den beliebtesten Sportarten weltweit und ist ein Magnet für viele Millionen Zuschauer. In den letzten Jahren haben Datenanalysen stark an Bedeutung gewonnen. In der Bundesliga erfassen heute moderne Tracking-Systeme lückenlos alle Bewegungen der Spieler. Diese Daten liefern jedoch für sich genommen noch relativ wenig Erkenntnisse. Vielmehr liegt die Herausforderung darin, intelligente Analyseverfahren zu entwickeln, aus denen echte Mehrwerte für Training und Wettkampf entstehen können. Zu diesem Thema fand im Januar an der Technischen Universität München der erste Fußball-Analytics-Hackathon statt. 50 Studierende sowie Doktorandinnen und Doktoranden aus Informatik, Ingenieurs- und Sportwissenschaften waren aufgerufen, eine Woche lang zusammen Fragestellungen der Spielanalyse zu bearbeiten. Durchgeführt wurde der Hackathon am Unique Data Science Institute in Garching, das sich im Schwerpunkt mit Verfahren des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Initiiert und geleitet wird das Projekt von Professor Dr. Daniel Link, der als Sportinformatiker die Welt der Datenwissenschaft mit der des Sports verbindet. Durch die Daten der DFL können die Studierenden eben die Verfahren, die sie in den Lehrveranstaltungen gelernt haben, auf Fragestellungen des Fußballs anwenden. Ja, und damit stärken sie nicht nur ihre fachliche Kompetenz, sondern sie lernen auch, in fachlich heterogenen Gruppen miteinander zu arbeiten. Egal ob Gegenpressing, Ballkontrolle oder Läufe hinter die Abwehrreihen, die Aufgaben umfassen viele spannende Fragestellungen aus der Welt des Fußballs. Im Rahmen des Hackathons wurden sie nun in die Sprache der Mathematik übersetzt und über Ansätze mit künstlicher Intelligenz bearbeitet. Langfristig können die hier entwickelten Verfahren den Vereinen helfen, die Belastungen von Spielern besser zu steuern, die richtige Strategie für den nächsten Gegner zu entwickeln und bessere Transfers zu tätigen. Aber trotz all dieser Mathematik und immer besserer Analyseverfahren wird Fußball dennoch immer eines bleiben: unvorhersehbar und spannend.